Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Desperados 2 Bundle von PA Sports und Kianush. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zum Bundle und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, Desperados 2, das Ganze nicht nur als CD und als Box erschienen, sondern eben auch als Bundle. Die Box bzw. den Koffer habe ich euch ja schon vorgestellt und heute ist es Zeit für das Bundle. Wir werden das Ganze mal aus der Verpackung holen und dann ansehen. Ebenso wie die Box auch das Bundle eingeschweißt. So, wie man es von einem Bundle kennt, ist das Ganze hier relativ schlicht gehalten in einem weißen Karton. Wir haben hier oben den Aufdruck PA Sports und Kianush Desperados 2. Dann haben wir noch die Credits und einen Barcode. Ansonsten das Ganze wirklich schlicht in weiß gehalten, keinerlei Aufdruck oder sonstige Informationen hier zu finden. Das Ganze lässt sich dann hier vorne öffnen. Also hier vorne. Und dann kommen wir auch schon zum Bundle-Inhalt. Wir haben hier einmal ein T-Shirt, das Album Desperados 2, die Sicario LP, ein Tourflyer und drei Sticker. So sieht das Ganze von innen aus. Machen wir mal wieder zu. So. Nachdem die beiden Alben hier verschweißt sind, werden wir die aus der Verpackung holen. Einmal das Album an sich. Nicht ausgereicht. So, aber jetzt. Und dann noch die Sicario LP. Kann ich am besten hier unten zu öffnen. So. Also, wie auch schon in der Box, haben wir hier die Desperados 2, also das Album an sich, und die Sicario LP. Das Einzige, was jetzt nicht drin ist, ist die Futurados EP, diese wirklich nur in der Box. Dafür haben wir hier noch ein T-Shirt, das gab es in der Box nicht, in dem Koffer nicht. Und in dem Koffer war dann noch das Poster, die Sporttasche und die Halskette. Das Album an sich, Desperados 2 im Super Jewel Case. Wir sehen hier PA Sports und Kianush auf dem Cover. Auf der Rückseite haben wir 15 Tracks aufgelistet. Meine Favoriten von den 15 sind einmal Track Nummer 3, 10 Millionen und Track Nummer 13, Paradies. Auch hier auf der Seite lesen wir Desperados 2, Life is Pain, PA Sports und Kianush. Dann werfen wir mal einen Blick in das Booklet. Cover kennen wir bereits. PA und die ersten drei Tracks. Weitere Tracks aufgelistet und hier PA Sports mit Waffe auf uns gerichtet. Kianush und PA Sports mit weiteren drei Tracks. Alle beide hier in der Mitte zu sehen. Nochmals alle beide inklusive Schriftzüge. Kianush mit einer Gitarre. Und nochmals Kianush mit Sonnenbrille. Dann haben wir zum Abschluss nochmal die Credits. Und das Logo von Desperados 2, Life is Pain,
2018. Sehr schön. Gut. Booklet machen wir mal wieder in die CD, also in die Hülle. Und die CD sieht so aus, wie auch schon das Cover. Desperados 2. So sieht die CD aus von hinten. Und hier haben wir so orange-gelb die Rückseite. Gut. Dann haben wir die Sicario LP. Life is Pain präsentiert. Paco Ramirez und Ernesto Carlos Sicario LP. Zwei goldene MP5s hier in einem goldenen Bilderrahmen. Also kommen wir erstmal zur Rückseite. 10 Tracks an der Zahl, keinerlei Features. Hier lesen wir, was lesen wir hier? Paco Ramirez und Ernesto Carlos Sicario LP. Und hier haben wir dann auch noch einen kleinen Einleger. Nicht ganz so umfangreich wie das Booklet, aber wir haben hier die 10 Tracks aufgelistet, inklusive der Info, wer den Beat produziert hat. Sehr schön, wer das Ganze gemixt und gemastert hat. Scratches etc. Life is Pain, das Logo. Und so sieht dann die CD aus, der Sicario LP. Schwarz und weiß gehalten. Und die Rückseite glatt schwarz. Dann haben wir drei Sticker. Einmal diesen Logo- oder beziehungsweise Cover-Sticker, quadratisch, Desperados 2. Dann in zweifacher Ausführung dieser Desperados 2 Sticker in schwarz und weiß gehalten, ebenfalls quadratisch. Und dann haben wir noch diesen Tour Flyer Life is Pain Desperados Gang Tour 2018 mit Mosh 36, der auch dabei ist. Checkt die Dates ab und besucht oder schaut bei einem Konzert live vorbei. Und dann haben wir noch einen 10% Gutschein zu Life is Pain Merchandise. Gültig bis Mitte Februar, könnt ihr natürlich gerne einlösen. Und als letzten Bundle-Inhalt haben wir noch ein T-Shirt. Das ist ja wahrscheinlich der Hauptgrund, weshalb man sich für das Bundle entschieden hat. Also das T-Shirt ist wirklich die Sache, die es nur im Bundle gab und in der Box nicht. Schwarzes T-Shirt mit gelbem Aufdruck. PA Sports, Kianush, Desperados 2, Life is Pain lesen wir hier. Neckprint haben wir keinen. Und wir haben es zu tun mit einem Sols Imperial in der Größe L. Und das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze natürlich nochmal kurz an, wie das Ganze im Detail aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier dieses schwarze T-Shirt mit dem gelben Aufdruck PA Sports Kianush, darunter dann Desperados 2 Life is Pain. Ist relativ schlicht gehalten vom Design her, also kein aufwendiges Bild oder irgendwelche Grafiken, wirklich nur Schrift. Aber ich muss ehrlich sagen, speziell wegen dem Desperados, dass das so im Halbkreis hier angeordnet ist, gefällt mir das ganz gut. Gelb jetzt nicht ganz so meine Farbe, aber gerade in der Kombination mit Schwarz sieht das echt, echt gut aus, schwarz-gelb. Und kann man auf jeden Fall mal anziehen. Werde ich definitiv auch mal tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Dann, auch wenn ich es nicht wirklich als Inhalt bezeichnen würde, dieser Tourflyer inklusive des Merch-Gutscheins. Dann haben wir drei Sticker. Zweimal diesen hier, Desperados 2. Und einmal diesen Cover-Sticker, ebenfalls quadratisch. Die Sicario LP mit 10 Tracks und Desperados 2, das Album an sich mit 15 Tracks. Das alles in diesem wunderbaren Bundle Desperados 2 von PA Sports und Kianush. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr PA Sports und Kianush unterstützen möchtet,
findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.